Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, unser heutiger Gast entspringt zwei Kulturen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Denn er ist Duisburger mit Bielefelder Wurzeln. Sowas, liebes Publikum, gibt es nur bei Ponyhof. Und allen anderen Sendungen, in denen er mittlerweile auftritt. Denn er ist von deutschen Bühnen nicht mehr wegzudenken mit dem feinen Skalpell der Satire. Seziert der Sohn marokkanischer Einwanderer die zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen, und fördert dabei Erstaunliches zutage. Liebes Publikum, der Stargast der heutigen Ponyhof-Show, Abdel Karim. Wohlsein. Ihr Jörg Dreh. Hallo. Grüß dich, hi. Na? Ja, danke für die Einladung, ich freue mich. Oh, du sprichst sehr gut Deutsch für einen Bielefelder. Ich bin schon sehr lange in Bielefeld auch. Ja, 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 aber trotzdem sprichst du sehr gut Deutsch. Danke. Mir hat mal eine ältere Dame gesagt, das fand ich sehr interessant, sie sprechen anders, als sie aussehen. Oh. Siehst du, ich wollte gerade die dumme Frage stellen, kommen viele Leute und reden mit dir seltsam, komisch und sehr laut, weil man ja weiß, dass Leute, die nicht so gut Deutsch können, auch eh taub sind. Das kommt ab und zu mal vor, ja, ja, das kommt, die schreien dann, werden dann lauter, Kontrolleure vor allem und so. Es ist wirklich so. Kontrolleure schreien dich an? Ja. Aber weil du keine Fahrkarte hast? Nein, ich habe eine Fahrkarte, ich bin kein Schwarzfahrer, man darf ja nicht alle Klischees erfüllen. Ja. Wie viel Prozent deines Stand-Ups generieren sich aus deinen Erfahrungen mit Menschen in der Öffentlichkeit? Eigentlich so ziemlich alles. Dein Ernst? Man muss, ja, 90% haben ihren Ursprung im wahren Leben und da muss man ein bisschen basteln und ein bisschen dazu dichten und ein bisschen übertreiben. Und 10% sind gelogen? Ja, so kann man so. Erfunden. Das ist, ja, man muss ja nachhelfen. Diese 10%, die man so nachhilft, sind meistens gar nicht so lustig. Eigentlich sind die 90%, das, was wirklich im Leben passiert, ist meistens das Interessanteste. Ganz egal, ob es jetzt lustig ist oder ob man sagt, wow, so kann man ihn auch ansprechen. Ich habe immer nur das Gefühl, Comedians mit Migrationshintergrund generieren sich trotzdem immer mal aus einem ganz bestimmten Teil der Welt. Ich frage mich bis heute, warum gibt es denn keinen lustigen Spanier, der die ganze Zeit irgendwelche Chorizo-Witze auf der Bühne reißt? Ist das so ein bisschen so ein Monopol, was man hat, wenn man, ich sag mal, eher so aus dem arabischen Raum kommt? Du hast Kanake gesagt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Haben Kanaken lustigere Gags, weil die mehr Scheiße essen? Nee, sie haben weniger Auswahl, Berufsauswahl. Ach so. Deswegen müssen sie zur Comedy. Dönerverkäufer oder Comedian. Oder Handyverkäufer für die ganz Erfolgreichen. Oh, auch gut. Ja. Ich kann dir sagen, warum ich auf die Bühne gegangen bin. Ich wollte einfach Leute zum Lachen bringen. Warum es jetzt weniger US-Amerikaner machen, es leben auch weniger hier als Türken und Araber in Deutschland. Das könnte auch ein Grund sein. Geh mal nach Heidelberg, da sieht das aber mal ganz anders aus. Gut, Heidelberg war ich noch nicht, aber... Frag mich, warum deutsche Comedians, wie wären die so im Arabischen? Also ich stelle mir so Mario Barth in so einem guten Comedy-Club in Rabat vor oder so. Würde das funktionieren? Schwierig, da haben die Frauen nichts zu sagen, dann würden seine Witze gar nicht funktionieren. So, meine Frau macht das, meine Frau macht das. Die machen in den arabischen Ländern nichts. Das ist ja... Das wäre dann Science-Fiction-Comedy. Das ist natürlich ein Punkt. Worüber lacht man denn dann da? Gut, die arabische Welt, das kann man jetzt nicht sagen, die lachen über das und das. Ne? Die Araber lachen generell sehr wenig, wir sind ein sehr trauriges Volk. Okay, ja gut. Und sind durchgehend aggressiv auch im Tag. Schön, dass auch du das, darin kann eine gewisse Komik liegen. Ja, natürlich. Ja, vor allem, wenn wir es nach Europa schaffen. Nein, ich bitte um Zurückhaltung. Aber das ist so eine Gags, darfst du machen. Wenn ich das machen würde, dann wäre das ganz böse. Wenn du das machst, dann ist das lustig, weil der freundliche... Ja, also marokkanische Stand-Up-Comedy in Marokko ist eher neu. Dass die Marokkaner gerne lustige Geschichten erzählen, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Mhm. Aber dass sie auf die Bühne gehen und sagen, hey, it's Stand-Up, hey, kennt ihr das? Das ist jetzt 6-7 Jahre erst. So ist es noch relativ neu. Okay, und gibt es so einen Themenschwerpunkt, wo du sagst, okay, in Deutschland funktioniert viel über diese Gender-Geschichte und viel über Mann, Frau, Mädchen, Junge, bla bla. Habt ihr das also ein Kernthema, wo man sagt, oh, das wird das kann ich leider so nicht sagen. Das ist auf jeden Fall sehr selbstironisch und sehr viel Galgenhumor. Und eher britisch. Zum Beispiel, die gehören ja auch nicht zur EU, Marokko auch nicht, das passt auch. Vergleich. Eine der vielen Parallelen zwischen England und Marokko. Ja. Das ist übrigens gut, dass du dich geografisch so gut auskennst. Das geht. Denn wir haben ein Spiel vorbereitet, der zumindest in einem ganz kurzen Moment das von Vorteil sein könnte. Mhm. Weil wir spielen Stadtland Bla. Riesenvorteil. Ich bin neugierig, was mich erwartet. Ich kenne Stadtland Fluss natürlich, ich durfte nie mitspielen als Kind, aber man kennt es. Man kennt es. Ja, man hat dann auch immer so Städte erfunden, so mit B, Bonden. Zum Beispiel. Ja. Wir spielen das Freestyle ohne Aufschreiben, nacheinander. Und weil irgendwer von uns nicht so gut mit dem ABZ kann, haben wir ein Buchstabenrad, das jetzt von einer qualifizierten Fachperson in dieses Studio eingebaut wird, unter tosendem Applaus. Krass, ne? Krass.
Ja. Werbesing. Werbesing. Also, ich spiele hier heute Maren Gilzer. Das bedeutet, ich drehe an diesem Buchstabenrad und lege den Anfangsbuchstaben fest, den die drei Begriffe, die es dann zu nennen gilt, alle gemein haben müssen. 10 Sekunden Zeit hat jeder von uns, wir spielen immer reihum, diese drei Begriffe, die Stadt, Land, Geschlechtskrankheit sein könnten, beispielsweise zu nennen. Man darf sich natürlich nicht wiederholen. Und der Einfachheit halber fängt die Frau Hoffmann natürlich an, natürlich, damit wir das nur so probemäßig nicht irgendwie klarkriegen. Ich drehe das Rad, du darfst die Begriffe dann vorlesen und dann spielt die Kapelle Petra eine Günther Jauch-Gedächtnismelodie, die 10 Sekunden markiert, in denen du, bitte kein Druck, diese drei Begriffe mit folgendem Anfangsbuchstaben findest. I. I. Was sind die Begriffe? Stadt, Land, Trennungsgrund. Stadt, Ingolstadt. Land, Island. Trennungsgrund, Inkontinenz. Ich wollte Inkontinenz sagen. Ja. Okay. Stadt, Land, Trennungsgrund. 10 Sekunden ab jetzt. Auch mit I? Ja. Ach du Schande. Stadt, Land, Trennungsgrund. Jetzt. Stadt, Innsbruck. Das ist eine Stadt? Geil. Mhm. Land, Indonesien. Trennungsgrund, Islam. Dann kann man. Wir sind Trennungsgrund. Sehr schön, sehr schön. Okay. Okay. Für Frau Michaelsen, ab jetzt. Stadt Innsbruck, Land Italien, Trennungsgrund Isabella. Innsbruck hattest du. Iserlohn. Auch Iserlohn. Gut. Iserlohn, Italien, Isabella. Geil. Jawohl. Wasser. Willst du auch mal drehen? Weil du darfst gar nicht für dich drehen. Das willst du ja wissen, wie Maren Gilzer? Ja, ich bin halt Maren Möchtest Gilzer du Maren und Mitrater. Sein? Du darfst auch. Sehr gerne. Sei du Maren. Die gewisse Ähnlichkeit ist auch ein bisschen da. Absolut. So. M. M. Okay, es braucht einen Rentnername. Darf ich mal doof? Was ist ein Rentnername? Deutscher Name. Ein deutscher Name, okay, alles klar. Rentnername, Kuscheltier, Superstar mit M. Okay. Rentnername, Manfred. Kuscheltier. Maus. Superstar, Michael Jackson. Rentnername. Was ist ein Rentnername? Rentnername, Michaela. What? Kuscheltier. Mickey Maus. Muschibär. Superstar Madonna. Ein Muschibär? Du hattest einen Muschi. Mami, wo ist denn mein Muschibär? Ja. Oh, der ist gerade in der Waschmaschine. Wir hatten im Osten auch Michaela. Muschibär. Ja. Michaela? Du bist dran. Was auch immer du aus dem Manni, Manfred. Ich gehe ja vom neuen Deutschland aus, deswegen Rentnername Mehmet. Mehmet, okay. Alles klar? Ja, genau. Kuscheltier, ich hatte früher leider kein Spielzeug. Ich sag jetzt einfach mal. Matrosenbär. Superstar mit M. Nirvana. Überzeugt. Ich bin überzeugt. Dankeschön. Danke. Du bist in jedem Fall kreativer. Ja. W. 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 Ich brauche Traumberuf, Filmfigur und Sexstellung. Wer hat sich diese Karten ausgedacht? Also, W. Traumberuf. Wasserrutschenfahrer. Texter. Wasserrutschenprüfer. Filmfigur. Vri Willi. Sexstellung. Banalverkehr. Ich. Ja, gut. Ja, mach's mal besser. W. Ja, gut. Und bitte. Traumberuf. Wächter im Knast. Einer meiner Traumberufe. Filmfigur Wonder Woman. Ist das eine Filmfigur oder ja, Serienfigur? Ja, das, ja, das zählt. Sexstellung W. Wir haben noch Zeit. Womian anrufen. Nein. Womian anrufen? Nein, das ist was anderes. Als Stellung. Bei uns im Ghetto geht's anders ab. Ja, nee, wie, was hast du gedacht? Banalverkehr. Ja. Banalverkehr, nee, das gibt's nicht. Wotan Wilke Möhring, ist das ein? Ja, Wotan, nee, das ist wirklich. Egal, nee. Lass es abgelaufen, ist nicht so schlimm. Ja, schade. Okay. Bitteschön. Gut, dann nehmen wir die nächste Karte. Nee. Noch, und bitte. Traumberuf. Wichsvorlage, Filmfigur. Bombard. Also die Band hört auf zu spielen, weil sie so lachen muss. Ja,
doch, Rudolf, also schon, jetzt da. Sexstellung mit nein, W. Wer ist irgendjemand, der hier im Publikum sitzt? Eine Sexstellung mit W. Sie bleiben anonym. Es ist nur Fernsehen, das guckt keiner. Hier, Sekunde, ich gucke da mal den junger Mann. Was ist die Sexstellung mit da W? Da bin ich ja mal gespannt. Wiegenfick. Ein Wiegenfick. Selbstverständlich. Was mich an dieser Stelle beruhigt, er wird wenigstens rot. So, vielleicht lassen wir es jetzt an dieser Stelle auch einfach sein und küren völlig unverdient und trotzdem verdientermaßen Abdelkarim zum Sieger. Hey, dieses danke. Hey, ja, yeah, Mann. Wow. Hey, danke schön. Danke. Danke schön.